Kannst du ein bisschen rumballern, weil die gucken die ganze Zeit auf uns und den Hunter, dass sie sich umdrehen. Chris ist drin, glaube ich. Echt? Ja. Gib mir Mühe, aber nein, ich sehe auch kaum einen Skycheck. Hallo, Chris, der guckt oben drauf. Wie wieder schon los? Das ist sehr nett, danke schön. Boah, ja. Bitte kriegst einen Dinosaurierpflaster. Das ist ja ein großer. Voll, voll. Vielen Dank. Der Herr Frechen kriegt ein Sandpapierpflaster. Also das ist sehr schön. Ich will aber ein Tier muss dann haben. Ihr könnt es von Sitz hier abreißen und bei sich drauf sehen. Und der Herr Chris, Sie kriegen ein Salzpflaster. Das ist mit Meersalz, das soll extra gut sein. Cool, danke schön. Jo, bitteschön. So, und dann würde ich gerne mal drei von Ihnen genauer überprüfen. Drei von uns? Warum nur drei? Um was geht's denn? Um was es geht, ist der Verdacht von Drogenhandel bei Ihnen. Das kann gar nicht sein. Und Herr Bebop. Wir waren die ganze Zeit oben beim Metallhändler und wir haben Johnny Wish und so beschützt. Wir hatten also eigentlich gar keine Zeit für sowas. Ich weiß nicht, ob da uns jemand einen reindrücken will, aber wir haben Johnny. Das kann natürlich sein, ne? Wir haben Johnny Wish versucht, die ganze Zeit zu beschützen, weil wir haben zweimal Rohstahl gemacht. Fuck. Okay. Na gut, ja, ich würde jetzt erstmal einmal komplett uns überprüfen wollen, Herr Frettchen, Herr Witt, Herr Lieber. Das ist okay, ne? Weil wir haben. Machen Sie das, ja. Gesagt, ich habe halt den Verdacht und den muss ich halt entkräften können irgendwie. Eure Waffen sind weg, ne? Ich habe meine hinter die Mauer gelegt. Schaue ich erstmal alles durch und dann sehen wir mal weiter. Herr Don Elbran, schauen Sie mal bitte beim Herrn Bebop nach Registrierungen für die Waffe durchsuchen, ob er vielleicht illegale Sachen dabei hat, die ganzen Späße. Siehst du sie da? Chris? Nee. Ja, die liegt. Ach da, direkt im Licht. Bei Ihnen, Herr Frettchen? Ich schaue noch mal kurz in den Rucksack, haben ja. Sie irgendwelche spitzen Gegenstände dabei? Nein, ist alles soweit in Ordnung, wie gesagt. Wir sind legal unterwegs. Oh, jetzt. Da kommt einer noch. Der sitzt über ihn, schaue ich auch mal kurz nach. Ne? Ja, ich, ja, ich habe jetzt keine kalten Hände mehr. Donald Pran. Wieso haben Sie jetzt meine Waffe eingezogen? Ja. Bitte was? Der was? Hab ich wohl. Feierabend, jetzt ist alles da. So, da müssen wir doch gleich nochmal nachschauen. Und das war eine ganz normale MK20. Oh oh. Ja, die Feuerarmlizenz ist vorhanden, Herr Sonnenmann. Richtig. Das muss man übersehen. Das tut mir leid. Ja, das ist ärgerlich. Aber dazu ist er ja gut, Herr Bebop, und wir von uns gibt es natürlich auch dementsprechend eine Entschädigung. Ne? Ja, das will ich doch hoffen. Wir kennen uns, oder? Also ich glaube, wir drei, Sie vier und ich, wir hatten ja noch keine größeren Probleme. Ja, wir sind ja auch keine Troublemakers. Früher sind wir mal ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, aber mittlerweile haben wir uns doch dann zusammengerappelt und... Etwas gefangen, ne? Ja, ja. Zeiten ändern. Ja. Jetzt ist aber immer noch die Frage des Drogenhandels. Steht halt noch im Raum. Okay, oh mein Gott, mit was für Leuten bin ich unterwegs hier? Ja, muss ich mal überlegen, was ich, kann es sein, dass da vielleicht jemand mit gefälschten Ausweisen hingegangen ist und uns das anhängen wollte? Weil wie gesagt, wir waren oben beim Metallhändler und haben Johnny Wish versucht zu beschützen. Ich schreibe mal Johnny Wish. Okay, na gut, das mit den gefälschten Ausweisen kann natürlich schon sein, aber dann dreimal so treffend ein gefälschter Ausweis. Ja, Sie wissen doch, dass wir viel Konkurrenz hier haben. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da uns einer was dranhängen möchte, um uns zu schaden. Na gut, das kann natürlich schon sein, ja, ist richtig. Ja, Herr Bebop, Herr Frettchen, ich würde jetzt nochmal ganz kurz einen Blick in den Auto werfen.
Bitte. Können Sie gerne machen. Können Sie gerne machen. Bitte. Die Waffe liegt genau im Licht, ey. Geil. Ja, das hätte ich auch gemacht, genau. Herr Frettchen, das ist Ihr Fahrzeug. Sie haben ja auch einen Führerschein, also passt das? Jo. Ja. Also, der Vorwurf steht im Raum. Und der Vorwurf wurde von jemandem aufgestellt, der in unserem Namen mit Drogen handelt. Ja, also das ist sozusagen wie ein Lockvogel. Ich finde das nicht ganz in Ordnung, aber das kommt von der obersten Etage. Da kann ich mich natürlich auch nicht querstellen. Ne? Das verstehen Sie ja sicher. Ich werde jetzt mal ganz kurz nachfragen, nochmal beim Revier anrufen, wie wir jetzt mal kurz weiterverfahren. Ne? Also alles für Johnny geschrieben? Ich muss mal kurz funken. Mein Rekrut wird Sie währenddessen unterhalten. Ich habe das Licht von meinem Auto mal ausgemacht. Sehr nice. Wegen der Waffe. Tut mir leid. Ich habe es tatsächlich übersehen, dass wir eine Feierabendlizenz haben. Ach, kommt vor. Ach, kommt vor. Ja, genau. Ja, jeder macht mal einen Fehler. Ach, so ist es. So ist es. Sie sind ja noch in der Ausbildung, ich sehe. Ja, das stimmt, aber sagen wir mal ehrlich. Alter, ja. Was hat das mit den Drogen zu tun? Christian hat was gefragt, den Schiff. Was denn? Also wir haben nichts mit Drogen, am Tugend, nein. Ich meine, dann wäre ja Chris, wir sind ja den ganzen Abend unterwegs, dann müsste ja Chris ja eigentlich auch auf der Liste stehen, deswegen. Es ist halt schon ein bisschen seltsam, weil wir 4 Leute sind, 3 davon, und Chris war halt die ganze Zeit mit uns unterwegs. Wir waren halt oben mit Thailand, da können Sie Johnny Wish auch nochmal gerne fragen. Dass wir die ganze Zeit mit dem... Mein Informant hat mir jetzt noch, also das Revier hat beim Informanten die weiteren Unterlagen angefordert, die was aussagen, und jetzt habe ich die Bestätigung. Beim Herr Frettchen ist es tatsächlich eine allgemeine Anschuldigung gewesen, aber Herr Fietze und Herr Bieber gegen Sie beide besteht der Verdacht unterlegt mit Fotos beweisen. Okay. Vom Revier die Anweisung, Herr Frettchen, Herr Chris, Sie beide kommen davon, Herr Sitze, Herr Bieber, bei Ihnen beiden muss ich jetzt erstmal das Ticket kassieren. Allerdings haben Sie natürlich, wie bei jedem Ticket, das Recht auf Einspruch zu erheben. Da müssen Sie sich einfach an unsere Revierleitung melden. Ich würde Ihnen da Kavala Hauptquartier empfehlen, da ist die Verwaltung stationiert. Da können Sie auch Einsicht in die Beweise noch einmal fordern und ja, dann bekommen Sie natürlich bei Fehlverdacht, sollten die Fotos gefälscht sein, was wir jetzt auf die Schnelle nicht überprüfen können, natürlich das Geld zurück, das ist natürlich verständlich, ne? Okay. Gut. Dann verbleiben wir so. Genau, und Herr Bebop, bitte. Sie bekommen ein Ticket über 70.000, abzüglich der Entschädigung für die Waffe sozusagen. Herr Ziel, Sie bekommen die 100.000. Ich denke mal, dann sind wir doch im guten Rahmen, oder? Ich denke mal, zu akzeptieren. Okay, alles klar. Gut. User joined your Herr Elbran, übernehmen Sie bitte beim Herrn Bebop das Ticket über 70.000. Boah, bin ich geil oder bin ich geil? Du warst Was hat er gemacht? Bis jetzt eben für uns bewiesener. Sie können natürlich da dementsprechend Ihren Jungs? Anwalt einschalten. Das ist natürlich gut recht. Ja, das ist geil. Alles klar, weiß ich Bescheid. Alles klar, lieber, Sie können mich mit V befreien. Super, vielen Dank. Tja, das Auto ist abgeschlossen von denen. Chris, klaut das Auto. Dann kannst du die Fahrt weitergehen. Vielen Dank. Wir übernehmen jetzt den Rest, den ganzen Papierkram noch, und Ihnen wünsche ich dann einen schönen Tag noch. Und passen Sie auf, ne? Alles klar. Bleiben Sie auf jeden Fall sauber. Jo, falls unser Personalausweis oder so irgendwie geklaut wird, gehen wir dann auch direkt weiter durch, dass da nicht irgendwie... Genau, dann können wir nämlich sperren lassen. Die haben ja immer eine Nummer drauf, dann lassen wir die sperren, dann... Wozu sperren? Dann haben Probleme nicht mehr und können nicht falsch verdächtig werden, ne? Ja, müssen wir mal drauf achten. Nee, aber... Dann müssen wir uns mit der Zentrale, werden wir uns dann nochmal in Kontakt setzen, weil, wie gesagt, wir waren die ganze Zeit oben. Muss ich dabei um ein Missverständnis handeln. Genau, und jetzt einfach mal, genau, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie auf der Straße, ne, Licht nicht vergessen und Geschwindigkeit anhalten. Ach, haben Sie das Auto schon repariert? Ja, unglaublich. Habe ich schon gemacht. Ja, vielen Dank. Schon, genau.
Wünsche noch einen schönen Tag. Ja, danke, Bebop. Danke, ebenso. Tschüss. Danke, tschüss. Ach, Chris, steig ein. Ja, warte. Entschuldigung. Der Bulle rennt dahin. Irgendwer schießt hier. Auf mich? Nee. Ich höre hier mal Kugeln abfallen. Steig mal aus. Warum? Gib mal deinen Lockpicks. Der Professor schießt. Gönnst du dir jetzt? Was willst du machen, Chris? Ich hab dir meine Waffe ist mal dir in den Rucksack getan. Okay. Ey, pst. Wir reden gerade. Ah, ist so weit weg. Ich steh das. Irgendwie, irgendjemand sollte den Motor ausmachen. Steht da einer? Ja. Der repariert gerade die Karre. Da läuft jetzt wieder einer, die stehen zu zweit jetzt an dem Hammett. Und Chris, was hast du jetzt vor? Da kommt ein SUV. Der SUV dreht einfach mal vor den Checkpoint. Ich schwimme jetzt zum Hunter. Wir kommen von hinten. Die Scheiße ist halt, die kriegen eine Meldung, wenn versucht wird. Das finde ich voll scheiße. Mit der Meldung? Ja. Dann sag den einfach, ey Jungs, wir wollen nur den Hunter. Ja, ich dachte was. Wir prallen immer Schüsse irgendwo. Also der Dingens schießt. Das ist dieser Professor. Genau. Hier fährt ein Hammett. Der Chris versucht jetzt den Hunter zu lockpicken. Also halt die mal schön unter Kontrolle. Chris, links auf dem Dach ist noch einer, muss aufpassen. Hat einer wieder was gesagt von Motor aus? Ja, ja, sind vorne die beiden. Sind zwei Hammets stehen da. Ich hab voll Hunger, ja. Halbe Stunde noch. Ich krabbel jetzt hier weiter, wenn einer was sagt, ich suche mein Handy. Bist du denn? Ach, da vorne bist du. Geil. Da kommt Chris angekackt, von der Seite. Hä, wieso konnte ich hier eine Tür aufmachen? Chris, die sehen dich, glaube ich. Ist doch egal. Geil, ey. Sollen wir dann schießen, oder was? Ich weiß nicht, dann soll der Chris erstmal sagen, soll uns den Hunter überlassen. Nur bis zum... Oben drauf, Chris. Genau rechts oben drauf bei dir ist einer. Seh mich nicht. Bist du schon am Lockpicken? Ja. Vielleicht kriegen die doch keine Meldung hier auf dem Server, aber glaube ich nicht. Ich glaube es. Also erst wegen dich.
Aber er hat den Typen gleich in Sicherheit gebracht. Er hat ihn reingebracht. Ja, weil der andere schießt, ja. Ob ich hochgehen soll? Mach mal, Titze, mach mal. Aber pass auf, auf dem anderen Haus ist auch noch einer, ne? Rechts davon. Also, ich hoffentlich geht das Ding jetzt auch, wir fahren sofort weg. Er könnte dich sehen. Kannst du ein bisschen rumballern, weil die gucken die ganze Zeit auf uns und den Hunter. Dass sie sich umdrehen. Chris ist drin, glaube ich. Echt? Jo. Gib mir Mühe, aber ich. Naja, ich sehe auch kaum einen Skycheck. Fahr los, Chris, Vorfahren. Der guckt oben drauf. Wie wieder schon los? Du stehst bei mir noch. Bei mir stehst du. Okay, wir haben den Hunter. Ey, bei mir stehst du, Chris. Echt? Ja. Ja. Dann Bewegung. Ja, bei uns steht der alle, bei uns steht der. Aber der fährt, sagt er. Bei mir steht der auch. Ne, jetzt ist er weg. Jo, Chris ist weg. Ey, bei mir ist immer noch der. Okay, der ist weg. Das war das Phantom. Wie geil. Der eine sucht den Hunter gerade. Warte, das... Bleib mal stehen, Chris, steck bei dir ein. Die haben keine Fahrzeuge da mehr stehen, deswegen können die nicht hinterher. Außer vielleicht im Hemmet. Polizei, wir brauchen ihren Hemmet zur Verfolgungsjagd. Nice one. Hier schießt wer? Na gut, dann lass mal ein bisschen... Hast du noch Essen und Trinken? Ja. Perfekt, gib mir das mal. Ich bin noch ganz vorne an der Front, was machen wir jetzt? Abhauen! Hast du noch gesagt, abhauen. Ich bin auch weg. Perfekt, danke. Oh, ich hatte selber noch. Nee, das hast du mir gegeben. Außer unser Zeichen ist da drauf. Ja. Wo fahren wir jetzt hin? Sehr geil, Chris. Ein bisschen rumprollen damit, würde ich sagen. Top, ich muss ja auch was Ding. Hol mich mal ab hier, ey. Warte, mach langsam, ich komme hier durch das Schild durch. Stopp! Der hat voll die guten Bremsen und so, oder? Ja. Nice. Ich hab da vorhin noch eine zweite Sirene gehört, oder? Boah! Der Reifen von dem ist kaputt. Er ist ausgestiegen. Der schießt auf uns, fahr einen Schlangenreifen. Fahr Schlangen. Bin wieder da. Boah, was geht hier? Der Bulle ist uns hinterhergefahren, Chris drückt auf die Bremse, jetzt der Reifen vom Bullen kaputt. Ne? Da haben wir uns zu schießen. Manu, wieso können wir den nicht behalten? Ja, schade eigentlich, ne? Schade vielleicht. Oh, ich sehe das in unser Logo gar nicht, schade. Ne, ich auch nicht. Ich sehe das. Wo ist denn das? An den Hintern? Genau über den Spot. Ja. Achso. Cool. Cool. Ich habe noch nie ein Auto schaffen können, ich kann das. Ich kann das nicht. Oh, da wird jetzt noch jemand die Bank aus. Lass doch mal gleich mit dem Hunter vorbeifahren. Den wollen wir machen. Ah hier, die Elite ist da, wo wird's? Das SWAT-Team. Oh, die schießen auf uns! Alter, dreh ab! Links. Alter. Das klingt nach einer Zafir oder so. Das ist etwas richtig böses. Ja. Halt der Weiß. Der hat sich rechts drauf positioniert. Altes. Wir haben einen Hunter von den Bullen gestohlen. Ist da ein Hunter HMG auf euch? Einfach mal so. Hunter nicht nicht verkaufen. Oh mein Gott. Polizei, bitte einmal die Waffe sofort senken. Die Waffe bitte senken. Eine Razzia. Razzia. Beule. Bleib mal stehen, du sinkst mich gleich tot. Bleib mal stehen, du desinkst mich. Nee, du stehst ja in der Ecke, alles in Ordnung. So, jetzt einmal bitte die Waffen runter. Knapp,
Wen befreit ihr denn jetzt? Meine Waffe ist doch unten. War nur ein Spaß. Ich weiß, ich hab's gesehen, dass ihr seid. Könnt ihr das Ding nicht chop-shoppen oder was? Nee, nee, geht leider nicht. Nee, leider nicht. Ey, wer stellt eigentlich immer diese ganzen kacken Banderolen auf? Ich wollte hier 10 Offroader kaufen, ging nur einer, weil er jetzt da drin ist. Das können eigentlich nur die Polizisten. Er hat vielleicht jemanden Polizisten gekillt, das Ding abgezogen. Ja. Und hier hingestellt. Aber das ist doch voll doof, wenn du keine Hand dafür kaufen kannst. Können wir nie nichts mit Polizeiautos machen? Sollen wir noch ein paar Sprünge machen mit dem Hunter? Ich mach schon mal Sync Data. Jo, was soll man danach machen? Bringt mal Vorschläge. Überfahren. Ja. Kein Geld farmen? Nein, überfahren. Wir haben halt den ganzen Tag mehr oder weniger schon gefahren. Also ich fahre wohl nichts mehr, außer vielleicht Hammett. Gut, ich bin dabei. Wir haben noch 3 Lockpicks, wo man mit denen eh nicht weit kommt. So, wieder da. Nice, weil du hast was verpasst, ey. Warum? Was war los? Wir haben Hunter. Wir haben Hunter. Haben wir den Bullen abgezogen? Ich hab ihn geklaut, ja. Nice, ey. Ist das Server schon offline? Nee. Nee. Also, aua. Wie viel? 3? Ja. Mach's okay. Also auf, jetzt wird glaube ich ein ATV in die Luft fliegen. Und? Das ist doch nochmal ein ATV. Oder ne, das steht hier fest verankert. Fuck. Voll die Arschlöcher. Interessiert die wieder nicht, weil die Namen Server Reset da drin stehen. Der finde ich echt doof. So kann man, bei denen kann man den Bullen gar keinen Schaden zufügen, außer also die Fahrzeuge zerstören, und das ist ja auch nichts von der Sache meines Erachtens da. Mhm. Vor allem wenn es dann so ist. Der Hunter kann das Ding einfach kaputt fahren, ja, Entschuldigung, war ja. Wenn es dann so ist wie letztens, wo der Ghost Talk. Und dann einfach mal das Server. What the fuck ist da explodiert, Alter? Und die geht es. War ich nicht. Oh nein. Leute. Alter. Es ist nicht so ernst. Sind sie gestorben? Ich hab eure Waffen. Ich hab eure Waffen, alles kein Problem. Ist ja so angestellt. Ey, sammle mal Geld mal auf, ich hatte irgendwie noch 30.000 mit. Oder? Ja, die kann ich gleich aufnehmen. Ich sammle erstmal von allen die Waffen auf. Ah, Jungs, ey. Was hast du jetzt angestellt? Ich hab eigentlich gar nichts angestellt, ich hab nur diese, diese Bänder umgefahren, die da standen, ja. Und dann ist der Hunter explodiert. Nee, dann ist der, das ist der Offroader explodiert. Und dann, ja, der Offroader fuhr halt noch, nur die Fuel war rot. Und dann war, hab ich saß ja noch vor lange da drin. Ja. Ihr seid mit 2, 3, wer auch immer das gerade war. Wahrscheinlich mal lieber. Ja, war wie immer. Ist jetzt der Hunter kaputt? Jo. Ich meine, der ist explodiert, ja. Ja, der ist explodiert. Der ist doch jetzt eh wieder weg. Ja, dann ist er zumindest komplett kaputt, dann haben die doch nicht. Ein GT wurde wegen... Kennt ihr GT-Schütze da irgendwas? Ja. Gamehack. Kretel. Der wurde gekickt. Kretel hat auch einen Gamehack-Kick bekommen. Echt? Was sind das für Schweine? Ab sofort wird nur noch GT ausgeraubt. Oh fuck. ich habe 23.000 von irgendjemandem aufgehoben. Das war meins. Ja, ich habe auf jeden Fall eure Waffen, aber schwuchtelt jetzt hier nicht rum. Fretchen, heute bin ich das zweite Mal wegen dir gestorben. Das wird langsam ganz schön teuer. Der arme Heli, ey. Fretchen verbindet. Aber dafür kann ich ja... Dafür kann ich ja wirklich nichts, okay? Nice Driver schuld. Ja, nice, natürlich, du warst Co-Pilot, du. Ihr Spastis, wenn der Mongo die Steuerung, die Dinge ja, am Arsch, ey, ich bin ich's wieder. Ja, ja. Nice Driver schuld. Ach, ihr seid doch scheiße, ey. Gott sei Dank. Nice Driver ist schuld. Danke. Ich lieb dich auch, Schnucki. Ich weiß. Ja, ey, komm, da konnte ich ja echt, ich hab den Offroader nicht gerammt oder so. Das war einfach ja, nur... Ja, das war Absicht, haben wir genau gesehen.
Der da hinten hat gerade gesagt, dass sie ihn überfallen haben. Wie, wir haben den überfallen? Aber das steht bei uns nicht drauf, also... Ja, das wurde mir hier gerade gesagt. Nee, wir sind hier nur aus Sofia reingefahren und dann ist da was in die Luft gegangen. Ah, so, okay. Also überfallen haben wir überhaupt keinen. Ich hab jetzt auch nicht gegen sie eine Hand... Oh, ach doch! Sie stehen ja doch bei mir auf der Liste, und zwar wegen Fahrzeugmordes. Also, sie haben einen überfahren, kann das sein? Weiß ich nicht. An sich eigentlich nicht. Also nicht mit Absicht, sagen wir es mal so. Ich bin, wie gesagt, da reingefahren. Und dann lief einer, keine Ahnung, das ist was explodiert. Und dann habe ich nur einen vor meinem Auto gesehen. Und dann kam halt irgendein Typ mit einem Turban und einer Waffe mir hinterher. Hast du die Waffe weggetan? Ja, ja, die habe ich weggelegt. Die liegt hinter der Mauer. Ja, Mensch, frag mal ganz kurz, keinen Kollegen. Das ist doch schon längst despawned. Nein. Wo ist meine Sportlimo? Die impounded, weil dann ist die doch wieder eine Alter, Fettchen, ey, du fährst wieder mein Auto, ey. Gut, so der Fettchen. Mein Kollege hat gesagt, dass wir voll reingeknallt sind. Nein. Dadurch ist ein Fahrzeug explodiert. Nein. Ja. Niemals. Ja, nein. Das möchte ich gerne mal sehen, der soll mal hier hinkommen. Ich hab nur gesehen, dass da rechts Fahrzeuge standen. Und dann kam aber von vorne eins und das habe ich vom Weiten nicht gesehen. Deswegen bin ich nach rechts ausgewichen. Oh, der Sportlimo steht hier noch. Hast du ein Glück. Das ist meine Sportlimo. Du bist nur jetzt so schnell hingekommen. Erklären Sie mir das mal, was hier vorgefallen ist. Willst du mal schauen, ob meine Effektive noch da liegt? Ja, und hat er aufgenommen. Ja, ich warte. Fettchen ist gefahren, ich sag dazu nichts. Du Assi. Hey, wo ist dieser Fettchen? Ich nehme mal die Waffe runter. Hey, was ist denn? Du bist gefahren. Aber das war jetzt echt unnütz, es tut mir leid. Das war richtig unnütz. Was? Fettchen ist gefahren? Ja, und war ja nicht absichtlich, um zu töten. Vor allem nur du bist gestorben, weil du in die falsche Richtung gelaufen bist. Ja, war doch nicht so schwer. Sorry. Ja, nee, aber dass du überhaupt so schnell reinfährst, wenn wir das sagen, dass ich wollte ja auf der anderen Seite durchfahren, aber dann kam da ja was entgegen. Deswegen bin ich nach rechts ausgewichen. Erklärt. Von mir aus erstatte ich dir dein Kram, ey. Erklärst du mir, das ist nicht so schlimm. Du kannst hier so reinknallen mit dieser hohen Geschwindigkeit. Das kann überhaupt nicht sein. Ich bin hier mit 50 km/h reingefahren. Also 50 ist, denke ich, mal in Ordnung, oder? Also ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Polizisten hier gesehen. Ich dachte, ich habe nur ein paar Rebellen gesehen. Deswegen bin ich auch durchgefahren. Oder wollte ich an der Wanted-Liste, sie sind hier mit Vollgas also reingefahren, haben einen Krieg gerammt und 50 war das gar nicht. Lone Wolf, würden Sie bitte zurücktreten? Das ist keine Diskussion, wo Sie daran beteiligt sind. Vielen Dank. Das ist korrekt. Wie gesagt, ich stand an der Wanted-Liste und habe das ja auch gesehen. Sie sind hier reingeballert und haben den SUV gerammt. Er ist natürlich instant durchgegangen und die sind weggelaufen. Ich habe das halt für einen Terroranschlag gehalten, weil da kam halt einer mit einem Turban hinter mir her und der stand dann mit einer SDAR und hier ist was in die Luft gegangen. Wie gesagt, ich bin hier mit 50 km/h reingefahren und ja, ich dachte, die irgendwelche Rebellen hätten hier was übernommen, deswegen bin ich aus Panik auch weggerannt. Sie halten das für einen Terroranschlag, in dem Sie hier reinfahren und alles zum Explodieren bringen? Das ist auch gut dann. Das muss irgendwie ein Sprengsatz gewesen sein, der in die Luft geflogen ist. Weil ich bin hier reingefahren mit 50 km/h und dann ist mir auch einer vors Auto gelaufen, einfach so. Und dann bin ich hier zur Seite ausgewichen, da gegen den Balken und dann ist das Auto in die Luft gegangen. Leute, ja? Bitte zügig von also rechts steht ein Auto und sie weichen da. Ich bin schon dabei. Dann ist es schlecht für euch. Wir wollen nicht angreifen, weißt du? Momentan, nee, warte. Alles klar, ich bin schon danke euch. So, nee, hab nur kurze Meldung bekommen. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Detective Niveau, könnten Sie das nochmal wiederholen, was Sie gerade eben gesagt haben? Ja, Fredchen. Ja. Aber wenn wir... Ich habe nur festgehalten, dass Sie das rechts an SUV stand und Sie haben mit Ihrem Auto, wie man sieht, rechts ausgewichen. Ja, ja, wie gesagt, weil auch was von vorne reinkam.
Ich bin ja hier mit 50 reingefallen, ja, und dann, und ich habe nur die, weil ich ja langsam gefahren bin, habe ich nur die Rebellen gesehen. Und ich dachte, hier wurde irgendwie ein Checkpoint oder so übernommen, ne? Das ist ja momentan häufiger der Fall, dass hier die Rebellen ein bisschen ausarten mit einem. Und dann wollte ich hier links dran vorbei und dann habe ich auch nochmal ein bisschen beschleunigt, weil ich schleunigst hier raus wollte. Ja? Und dann kam von vorne, aber auf der anderen Spur ein Fahrzeug und dann musste ich halt ausweichen. Ich wollte halt jeden weiteren Toten vermeiden. Und dann ist mir aber noch einer vors Auto gelaufen und dann stand unglücklicherweise der SUV davor. Aber wie gesagt, ist halt ein Auto aus China gewesen, ne? Oder ist ein Auto aus China und das ist halt nicht so super verarbeitet. Und wenn man da mit 50 km/h schon mal irgendwo was schreift, da geht da schon auch alles direkt in die Luft. Hört sich alles spektakulär an. Ändert immer noch nichts daran, dass hier gerade drei Leute auf dem Gewissen haben. Was für drei Leute? Dank unseres tollen Rechtssystems, Vehicle-Deathmatch. Das war ein Unfall. Ein Unfall, das war... Oder wie Sie wollen. Sag sie nicht nochmal. Entfernen Sie sich bitte. Wario, jetzt entfernen Sie sich von diesem Ort. Sag jetzt. Der hier gerade kommt? Ja, der, das ist ja mein Kollege. Der ist leider bei dem Unfall draufgegangen. Er wollte ja auch nochmal klarstellen. Kann er denn hier rumlaufen? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, der ist in der Leichenhalle wieder belebt worden. Passiert ja auch heutzutage. Eigentlich tot, ne? Und dann... werden die wiederbelebt. Rekrut, soll ich noch eine Zeugenaussage abliefern? Also es war wie gesagt ein Unfall. Und das kann ja keiner kommen sehen, dass das mit 50 km/h hier so ausartet. Die Aussage berichtigen von dem jungen Herrn. Weil die Gestorbenen kommen jetzt auch wieder von dem. Das war sicherlich kein Unfall. Du bist mit Hallo Kollegen, alle wollen, wir machen hier gerade... Ja, er hat mich doch getötet. Die letzte Warnung. So, Leute, ruhig. Es war ein Autounfall. Das Auto wurde genommen, wenn er an Tankstelle steht. So, Fratian, ich möchte hier nochmal kurz warten. Ich habe keine Versammlung, ich gebe Ihnen jetzt noch 30 Sekunden. Wenn Sie dann nicht alle weg sind, dann werden Sie gewaltsam und fern. Die anderen kriegen jetzt auch noch weggehen, wenn dieser Typ sich gerade überfahren hat. Ja, wir klären das. Ich möchte jetzt, dass wir alle weg sind. Wir wollten nur eine Aussage tätigen, als Zeuge. Dann macht das bitte separat. Noch, ja, die können später getätigt werden. Sie sind doch gestorben, aber jetzt nämlich 20.000 Zeugen aussagen, wenn ich mal LOL, die noch einmal was Garage ist sein. Also ich, meine Sicht habe ich genannt. Die Tankstelle hier? Sicht, jetzt muss haben ich sagen, geschaut. Ich war der Typ, der gekreuzt hat. Hier steht keine Tankstelle mehr. Vor allem, wenn ich das der besagte Herr... Warst du... Maria, warst du das? Bist du da durchgerast gerade? Hunter S. Thompson. Und hat alle drei ermordet und schlussendlich ist er dann ausgestiegen und weggelaufen. Und hätte ich keinen Officer geholt, wäre auch damit weggekommen, so wie das aussieht. Es war ein Terroranschlag, Kollege. Ich habe es für einen Terroranschlag gehalten, ja, es war ein Verkehrsunfall. Ja, deswegen läuft man auch noch den Verkehrsunfall weg, oder? Durch die Fahrerflucht, weil ich das weiß. Durch die Explosion habe ich es hat sich ja jetzt als ein Verkehrsunfall herausgestellt, aber ich dachte erst, weil ich hier viele Rebellen gesehen habe, dass es ein Anschlag war, weil hier dann auch was in die Luft gegangen ist. So gut, das war ich dann im Endeffekt. Das war ja nicht absichtlich. Ja, hören Sie mal kurz. Also Regel ist jetzt. Ja, dann war noch jemand unterwegs. Nö, das war ich nicht. Das können Sie mir ja auch nicht nachweisen. Ich war mit 50 km/h bin ich hier reingefahren. Das haben genug Leute gesehen. Ist, so ja, sie aber das... reagieren, sonst hätten sie doch bremsen können. Sie haben, sind da voll reingeknallt. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass der China-Scheiß hier so scheiß Bremsen hat. Ja, wenn man zu schnell hier reinfährt. Hier ist ein halber Checkpoint, die muss man langsam fahren. Ja, 50 km/h bin ich hier reingefahren. Und dann habe ich halt die Rebellen gesehen und wollte so schnell wie möglich hier wieder raus. Warte, ich schreibe so. Den jetzt auf, ey. So, naja, komm, es war ein Unfall. Okay. Das ist ein Unfall. Ich muss sagen. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Der krasse ist, die Namen schreiben uns auf.
darf ich da nochmal ganz kurz zu den Leuten im SUV? Ich würde mich nochmal sehr gerne dabei entschuldigen. Das war total unabsichtlich. Dass die Leute das auch nochmal wissen. Und das ist nächstes Mal. Boah, dann machst du Zeit, bleiben wir gleich schon klar in die Situation. Denn Fahrerflucht ist sowas in dem Fall auch. Ja, das ist mir durchaus bewusst, ja. Das, aber in dieser Situation, ich habe halt Panik bekommen und wollte dann einfach nur noch so schnell wie möglich hier weg. Natürlich kommt das für Sie so ein bisschen rüber. Ey Jungs, es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich euch da reingefahren bin. Ich hab gedacht, es wäre ein Terroranschlag. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe nicht, dass das nochmal vorkommt. Kann ich Ihnen helfen, Keller? Ich hoffe, wir können trotzdem noch schön zusammenleben. Was soll ich abholen? Okay, dann wünsche ich euch noch eine gute Weiterfahrt. Ich hoffe, Sie haben noch ein Repair-Kit. Blockiert und ich muss arbeiten. Ja, leider nicht. Ausnahmsweise. Holen Sie raus. Hat keiner von Ihnen Repair-Kit? Ich muss ja mein Pickup das schön einliefern. Der ist, ich bin ja vorhin schon mit 50 km, habe ich ja schon mal einen Unfall gebaut. Da ist er drauf. Ah, wir haben doch eins. Lol, wie Bullen sind denn da gerade? Gut, dann lassen wir das Thema jetzt. Ich nehme sie von der Wanted-Liste. Jo, vielen Dank für Ihr Verständnis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bullen. Ja, wir haben schon die Meldung durchbekommen von den Leuten. Alles klar. Gut, schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Hast du deine Waffe jetzt noch? Ja. Wie hast du das geschafft? Boah, die Waffe, du bist voll im Desync bei mir. Komm mal hier bitte an die Seite gefahren bei mir, dass ich da einsteigen kann. Boah, ihr seid... Meinst du mich? Jemand ist bei mir voll am Desyncen. Steig ein. Meine Waffe liegt da hinten auch noch. Wo? Im Gebüsch. Ja, ja, dann fahr mal ein bisschen weiter und dann rennst du das Gebüsch. Alter, haben die anderen sich abgefuckt, ne? Ey, das war mit voller Absicht, ey. Der kommt da einfach so mit durch. Ja, ich wollte aber wirklich nicht mehr. Ich wollte einfach mal durchrasen. Ja, war doch eine geile Geschichte. Bitte? War doch eine geile Geschichte. Ja. Warum fahrt ihr Richtung 4? Ja, wir drehen uns hier gleich. Links musst du eine Waffe holen.